Hamburgs Zukunft liegt im Süden. Nach dem Leitmotiv Wachsende Stadt ist es politischer Wille, mit dem Sprung über die Elbe die City Hamburgs nach Süden zu erweitern. Die Living Bridge als Initialzündung und Bindeglied soll diesen Sprung Wirklichkeit werden lassen. Die Verkehrswege zum Süden sind begrenzt, werden jedoch mit dem notwendigen Brückenschlag ergänzt und konsequent weiterentwickelt. Mit der neuen U-Bahn-Strecke durch die Hafen City wird eine zusätzliche Anbindung geschaffen. Die Pylone bilden das Rückgrat der Brückenkonstruktion. Sie tragen die Verkehrsebene mit Parkplätzen und die Infrastruktur. Darüber erstreckt sich die Fußgängerebene mit Gewerbeflächen für Einzelhandel, Gastronomie und Serviceeinrichtungen. Restaurants und Cafés bieten einen grandiosen Blick über den Hamburger Hafen. Tausend neue Wohnungen flankieren über 4 Stockwerke die Fußgängerzone. Ergänzt wird die Wohnbrücke auf der Halbinsel Bakenhöft mit einer Bürobebauung. Mit seinen fast 2500 Brücken ist Hamburg die brückenreichste Stadt Europas. Die Living Bridge spannt mit 700 Metern Länge und 60 Metern Breite über die Elbe. Schon in der Renaissance fanden die ersten bewohnten Brücken ihren Ursprung. Ponte Vecchio, Pont au Change und Old London Bridge sind Beispiele bewohnter Brücken. Die Living Bridge ist der Traum einer hanseatischen Ponte Vecchio mit Wochenmarkt, Cafés, dem Park und Sonnenterrassen. Die Living Bridge steht in direkter Verlängerung des Loseparks. Durch die Begrünung der inneren Brückenzone wird der Losepark von der Hafen City über die Living Bridge auf die andere Elbseite Richtung Wilhelmsburg verlängert.